die Beiträge am Wohlbefinden, am Wohlstand der Gesellschaft werden in verschiedenen Kontexten hergestellt. Und als ein mögliches Modell oder als Ausschnitt aus den Möglichkeiten bietet sie das Folgende an. Und zwar ist eben zu unterscheiden zwischen einer bezahlten Arbeit, einem formellen Engagement. Das bedeutet, dass die Arbeit unentgeltlich geleistet wird, dass sie außerhalb des eigenen Haushalts geleistet wird, dass sie ohne Verpflichtung, zum Beispiel seitens einer Ausbildungsinstitution oder des Staates geleistet wird und dass sie aber innerhalb einer Organisation stattfindet. Demgegenüber steht das informelle Engagement, das auch unentgeltlich, auch außerhalb des eigenen Haushalts und auch ohne Verpflichtung stattfindet, aber ohne organisationelle Einbindung. Das bedeutet Nachbarschaftshilfe, Arbeit für Freunde und Bekannte, ohne dass eine Organisation vermittelnd agiert. Ein weiterer Kontext ist die familiäre Arbeit. Sie basiert dann im Haushalt, etwa in Form der Kinderbetreuung oder Herstellung der Inhalte für den Haushalt. Das letzte Element, gleichsam als Sammelkategorie, der Eigenbezug oder die Arbeit am eigenen Selbst. So, die Frage, wie viele Personen sich im freiwilligen Engagement, und zwar im formellen freiwilligen Engagement, beschäftigen oder engagieren, lässt sich anhand dieser drei T-Shirts symbolisieren. Eine Person leistet kein freiwilliges Engagement formell, eine zweite Person leistet kein freiwilliges Engagement formell, aber eine Person von drei Personen, nämlich genauer 28% der Bevölkerung, leisten formell Engagement. In der Frage, wie viel freiwilliges Engagement geleistet wird und wie diese Zeit im Verhältnis zu den anderen Arbeitskontexten steht, kann man auf eine statistische Person zurückgreifen, auf einen statistischen Mann und auf eine statistische Frau, die in der Form wiederum nicht existiert. Aber sie zeigt unseren Umgang mit der Zeit und unseren Umgang mit dem Engagement für das Gemeinwesen. Die erste Kategorie bei den Männern in der bezahlten Arbeit weist nach der Zeitverwendungsstudie eben aus, dass im Durchschnitt 30 Stunden für bezahlte Arbeit geleistet wird. Und Männer arbeiten im Durchschnitt 16 Stunden in der Familie und im Haushalt, wobei eben besonders bei der bezahlten Arbeit eine hohe Variabilität ist. Männliche Erwerbspersonen arbeiten eben im Durchschnitt dann hinauf bis zu 48 Stunden pro Woche. Und im formellen Engagement sind in der Woche im Vergleich dazu nach der Zeitverwendungsstudie 2 Stunden 40 Minuten im freiwilligen Engagement eben getätigte Zeit. Und im informellen Engagement sind es nochmal 2 Stunden und 20 Minuten. Der Rest bleibt eben für die sonstigen Aktivitäten, die jetzt so als Eigenaktivität zusammengefasst sind. Diese Aufteilung der Zeit hat einerseits eben diese solidarische Komponente. Das heißt, es geht darum zu klären, wie viel an Zeit verwendet man im freiwilligen Engagement.
Diese Aufteilung der Zeit hat aber auch eine partnerschaftliche Komponente. Das geht darum, wie ist die Verteilung der Zeit zwischen Frauen und Männern. Und für die bezahlte Arbeit und für die familiäre Arbeit ergeben sich da Unterschiede. Frauen arbeiten eben im Durchschnitt nach dieser Zeitverwendungsstudie 18 Stunden. Von diesen verfügbaren 110 Stunden zieht man eben die Schlafenszeit ab und 30 Stunden im Durchschnitt für die Familien- und Hausarbeit, wobei eben in Abhängigkeit von Kindern oder kleinen Kindern diese Zeit auch stark variieren kann. Und fürs formelle und informelle Engagement bleiben eben wiederum zwei Stunden in einer Woche, 2 Stunden 44 fürs formelle Engagement und 2 Stunden 20 fürs informelle Engagement. Der Rest streckt sich wieder auf verschiedene andere Aktivitäten. Im Jahr 2006 haben Eva More-Hollerweger und ich überlegt, in welchen Bereichen freiwilliges Engagement stattfindet. Und wir haben da dieses neunstufige, fächrige Modell entworfen. Grundsätzlich ist damit die Frage verbunden, welche Bereiche werden eben gesellschaftlich wahrgenommen und anerkannt. Die von uns benannten Felder sind der Sport, die Bildung, das Gemeinwesen, die Politik, der Sozial- und Gesundheitsbereich, der religiös- und kirchliche Bereich, der Umweltbereich, der Kulturbereich und die Katastrophenhilfe bzw. die Rettungsdienste. Es gibt zwei Bereiche, in denen deutlich mehr Männer als Frauen agieren, sind es der Sport, die Katastrophenhilfe. Umgekehrt gibt es auch zwei Frauendomänen, sind es der Sozial- und Gesundheitsbereich und der Bereich der Religion. Während die verschiedenen Handlungsfelder des freiwilligen Engagements die horizontale Dynamik in der Gesellschaft charakterisieren, geht es im Folgenden um die vertikale Dynamik, um die Intensität der Partizipation. Das ist ein stufiges Modell von Maria Lüttringhaus. Auf dieser ersten Stufe geht es um die Informiertheit. Personen werden über Inhalte informiert. Es wird ihnen mitgeteilt, es wird Wissen kommuniziert. Diese zweite Stufe bedeutet die Mitwirkung der Bevölkerung, das Eingebundensein in die Handlungsebene, in die operative Ebene. Und die dritte Stufe in diesem Modell bezieht sich auf die Mitentscheidung, auf die Mitbestimmung in der Gesellschaft. Und hier lässt sich auch gesellschaftsdiagnostisch erkennen, dass es um eine Zunahme in diesem Bereich geht, der auch durch elektronische Medien gestützt wird, dass in immer mehr Lebensbereichen, von der Mobilität bis zur Forschung, von Gesetzen bis zu Bildungsinhalten, die Bevölkerung eingebunden wird und mitbestimmen kann. Zum Verhältnis von freiwilligem Engagement im formellen und bezahlter Arbeit möchte ich drei Thesen nennen. Die erste These ist die Pionierthese. Sie bedeutet, dass freiwilliges Engagement bezahlte Arbeit generiert und inspiriert. Das heißt, auf die freiwillige Aktivität folgt später bezahlte Arbeit. Eine zweite These ist die Qualitätsdifferenzthese. Sie drückt aus,
dass der bezahlten Arbeit und dem freiwilligen Engagement unterschiedliche Qualitäten zugeschrieben werden. Ideen gehen beispielsweise in Richtung der Spontanität oder in Richtung der Integriertheit ins soziale Umfeld. Eine dritte These ist die Limes-These. Sie besagt, dass das freiwillige Engagement aus ökonomischen Gründen nicht umgewandelt werden kann in bezahlte Arbeit. Für die pädagogisch-methodische Umsetzung fürs freiwillige Engagement ist zum einen die Gemeinwesenarbeit wichtig, zum anderen auch die Freiwilligenkoordination. Die Gemeinwesenarbeit versucht, Partizipation zunächst überhaupt zu erwirken. Sie arbeitet dann mit den Ressourcen, versucht, die des Raumes und der Personen zu entwickeln. Sie befähigt auch Menschen, Verantwortung zu übernehmen und im freiwilligen Engagement tätig zu werden. Sie vermittelt, sollte dies der Fall sein, zwischen Interessen verschiedener Gruppen. Sie analysiert auch Sozialräume, das heißt, es geht auch um das Wissen der Infrastruktur, das Wissen über demokratische Verhältnisse. Und insgesamt geht es darum, Lösungen zu schaffen, Ideen zur Verwirklichung zu bringen. Auf der anderen Seite die Freiwilligenkoordination, angesiedelt in eigenen Einrichtungen oder Teil von verschiedenen Trägern. Diese arbeitet daran, die Freiwilligen zunächst zu finden und zu vermitteln. Dann begleitet sie die Freiwilligen und auch die Organisation selbst während des gesamten Prozesses, vom Beginn bis zum Ende der freiwilligen Arbeit. Sie installiert Weiterbildung, betreibt generell Lobbyarbeit, macht aufmerksam auf freiwilliges Engagement und initiiert verschiedene Projekte dort, wo es einen Bedarf an freiwilligem Engagement hat. Eine Form der Vermittlung ist eben auch die Ehrenamtsbörse. Sie nützt die elektronischen Möglichkeiten, um Personen, die am freiwilligen Engagement interessiert sind und Einrichtungen, die einen Bedarf an freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben, zu verbinden. Zwei diskursive Elemente zum freiwilligen Engagement. Zum einen die Überantwortung. Da geht es darum, dass freiwilliges Engagement nicht bedingungslos Aufgaben übernehmen kann und soll, sondern es geht darum, auch ein Verhältnis herzustellen zwischen den öffentlich-staatlichen Leistungen, zwischen den Wirtschaftsleistungen in den privaten Unternehmen und dem dritten Sektor und seinen freiwilligen Leistungen. Und bei der Illusion, da geht es darum, dass die blanke Forderung nach Engagement in allen Lebensbereichen als Individuum nicht erfüllen kann. So zahlreich sind die Lebensbereiche und es ist aussichtslos, von der Wasserqualität der Mur über die Verpackung des Wassers bis zum Bau von Baggern, sich überall beteiligen und einbringen zu können oder zu wollen. Und dies legt eben das Augenmerk auch auf die Gewichtung der Themen und Inhalte, mit denen man sein freiwilliges Engagement füllen möchte. Für die Zukunft des freiwilligen Engagements ist die Europäische Charta der Freiwilligenarbeit bedeutsam. Sie thematisiert die Rechte und Pflichten der Freiwilligenarbeit. Und als einen Artikel möchte ich den Artikel 22 hervorheben, der sich
mit dem Fokus der freiwilligen Arbeit beschäftigt. Nämlich jeder Freiwillige ist sich dessen bewusst, dass Freiwilligenarbeit dem Gemeinwohl oder der Gesellschaft zugutekommen soll.